Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem Tante, genau bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Antal Kalaschnikow, der kämpft heute gegen die Fraktion Winterzahn und er kämpft für die mächtige Zarina Katharina von Kislev. Und ja, also man merkt bei dieser Schlacht wieder, warum man eigentlich jedes Gefecht selbst austragen muss, gerade eben in solchen Situationen, wo man dann nochmal angegriffen werden kann, denn wir befinden uns jetzt hier nur in einer wenig vorteilhaften Position und das eigentlich auch nur aufgrund der Tatsache, weil wir vorhin ein Autogefecht hatten, wo das Spiel meinte, uns ein Viertel unserer Armee zu löschen und das ist halt einfach echt richtig, richtig schlecht, ne? Und sowas kann man selbst in der Regel besser machen. Ja, also insbesondere, wenn es ein klarer Sieg mit angeblich antizipierten geringen Verlusten ist. Ich schiebe das mal noch so ein bisschen auf die neue Patch-Variante, dass das vielleicht nochmal das Auto-Resolve so ein bisschen genervt wurde. Aber ja, also wirklich schön fand ich das jetzt nicht. Ne? Wir positionieren uns so, dass wir halbwegs leicht abhauen könnten, wenn wir es denn wollen würden. Und die hier halten wir mal noch ein bisschen zurück. Die werden wir vielleicht verstecken wir die auch noch nachher da drüben im Wald oder so. Müssen wir mal gucken. Je nachdem. So, als erstes gibt's mal ein bisschen Gas. Hab ich vergessen, dem das Item zu geben? Der Dude ist, Alter, ist der schnell. Mal kurz. Ja. Noch nicht. Du kannst gleich deine Attacke auch starten. Genau, prügel ihn noch ein bisschen. Ja. Ist ihr noch oder wollt ihr nicht? Genau, mach mal die Hautwölfe nackig. Das hier funktioniert so halbwegs. Müssen wir auf die hier. Alter, die haben schon durch diesen Beschuss ultra viel verloren. Komm her. Jetzt kommen die Elite-Trolle. Ja, wir kommen hier, glaube ich, noch halbwegs gut raus. Dann sind wir hier rüber. Na komm. Oh, Alter, was ist denn da los? Komm mal raus, klebriger Bär, du. Du hier rüber, du machst hier eh nur noch Quatsch. Hearts of Ice! Attack
Oh, die Musik ist so schrecklich auf die Dauer. Die ist mir ein bisschen zu dramothetisch. Boah, Einheit ausweichen. Ne? Dass er da mit den Hautwölfen nochmal dran, mit den Vorhautwölfen nochmal drankommt. Hier? Jawohl. Ja, das ging doch jetzt ganz gut. Okay. Ja, die Kunst ist ja auch echt so ein bisschen, den Typen so einzusetzen, dass man ihn möglichst lange die Nahkämpfer wegblockt, ne? Hat hier, glaube ich, ganz gut geklappt, weil er auch tatsächlich ja nicht mit so vielen Einheiten kam, ne? Also von daher ging es jetzt echt. Und 107 Einheiten verloren. Und diese Armee war jetzt wesentlich dicker als die andere, aber man darf nicht vergessen, in der anderen Armee waren deutlich mehr Helden drin, ne? Das wäre, glaube ich, da nicht ganz so einfach gewesen. Da sind wir. Und das hat ganz gut was gebracht, finde ich. Also, ich meine, ja, wir haben jetzt nicht so viele Einheiten ausgeschaltet, aber wir bleiben in unserer Stellung und wir kriegen die Einheitenverstärkung. Wir nehmen die Hingabepunkte mit. Das ist ja überhaupt der Grund, warum wir da oben rumgammeln, ne? Und wenn wir es mal irgendwann geschafft haben, in eine etwas komfortablere Situation zu kommen, Mutter Erde. Minus 50 Kosten für Anrufung des Mutterlandes. Super, dann können wir das jetzt direkt mit der nächsten Fuhre erledigen. Jetzt müsste mir nur einer sagen, wo der Typi gerade unterwegs ist. Und ich sehe auch gerade... Na, das ist so räudig, ne? Ich sehe auch Dryka nicht. Sarina Catherine of Kislev. Boya. Second only to the throne. Boya. Okay. With this. My rule is absolute. You're a pretender. Das Ding würden wir, glaube ich, nur plündern. Finde ich jetzt nicht so nice, dass ich den Admiral Blutsauger da gerade entdeckt habe. In die Richtung laufen, dann kommst du nachher vielleicht wieder sogar hier oben zurück. Aber die KI darf ruhig denken, dass wir hier lang laufen. Okay. Nee, er hat den Talisman. Den hatte er. Ah, das ist ein passiver Verstärkungsbonus, okay. Wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. Ja, dann ist es echt ganz cool gewesen, tatsächlich. Das hat dann sehr viel gebracht sogar. I stand for Kislev. Ich glaube, wir nehmen den kislevitischen Korsar. Moment mal, warte mal, den Ritualvollstrecker, den nehmen wir aber auch mit. Right.
Greifen wir den doch nochmal an. Also ich sage auch nochmal dazu, ich mache diese Schlachten echt gerne. Ich kämpfe diese Schlachten gerne. Mein Problem ist echt halt noch so ein bisschen immer die Abwägung, dann werden die Parts so lange, ne? Und ich habe ja auch nicht immer so Stunden Zeit, um so aufzunehmen, ne? Man will ja auch ein bisschen in der Kampagne vorankommen. Ja, aber du merkst es halt, du wirst einfach von dem Spiel radikal bestraft, wenn du es nicht machst, ne? Im Endeffekt auch gar nicht mal so schlecht, weil ich bin auf jeden Fall dafür. Super, das ist mal richtig mieses. Wir haben auch wieder so ein mieses Terrain. Okay, gut. Nochmal ganz kurz. Im Endeffekt ja auch gar nicht so verkehrt in meinen Augen, denn es ist ein Total War Spiel, ne? Also du sollst ja auch echt nicht alles mit Auto-Resolves machen können. Ich verstehe das, aber auch, dass das häufiger dann mal für gerade Leute, die jetzt noch nicht so spielerfahren sind, ist das manchmal auch frustrierend. Deswegen fände ich es wichtiger, man müsste das ein bisschen individueller einstellen können, ne? Also, dass man sagt, so, man differenziert das noch ein bisschen stärker nach den Schwierigkeitsgraden. Weil meines Wissens gibt es da keinen wirklich signifikanten Unterschied. Die Kossas werden wahrscheinlich hier noch gar nicht schießen können, ne? Genau, die haben nämlich keine Sichtweite. Ja, jetzt muss ich hier eine haben. Ja, teilweise zumindest. Sehr abrupter Halt. Köter killen nicht jetzt, oder was? Was ist da los, ey? Und hier, wenn wir jetzt höhere Verluste haben, einfach nur, weil diese Aufstellungszone hier so unfassbar viel beschissener war. Richtig blöd, ey. Pass auf, schießt die dreifach Goldwimpel-Penner da mal weg. Weil wir hier auch damit leben können, eine Einheit zu verlieren. Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nicht so dramatisch.
Das ist aber ganz toll, wenn du diese Deppen-Einheit da noch abschießen könntest. Jetzt ist sie noch geflüchtet, wegen irgendeinem Psycho-Effekt oder was. Geil. Ja, dann ist sie wahrscheinlich down. Es macht nichts, wenn die Kossas jetzt weg sind. Also, naja, was heißt macht nichts? Tut mir schon weh. Einheit mit Goldwimpel zu verlieren, tut mir jetzt auch nicht so gerne, ne? Aber gut, wir können sie nachrekrutieren. Und dieses Gefecht war einfach nur jetzt aufgrund unserer unfassbar beschissenen Startposition, war das einfach noch schlechter als das vorangegangene. Weil wir hatten keine Möglichkeit, unseren Fernkampfvorteil wirklich effektiv auszuspielen, weil wir die ganze Zeit nur im Wald stehen und ihr ahnt das wahrscheinlich, selbst wenn man im Wald mit Pfeilen rumschießt, irgendwann bleibt so ein Pfeil halt auch mal in einem Baum stecken. Und das führt zu gewissen Schwierigkeiten, ne? Das ist einfach, das ist echt nicht so cool, finde ich. Da ging für uns einfach nicht so viel, ne? Acht Punkte Hingabe gibst du mir dafür, das ist eine Unverschämtheit. Das ist echt eine Unverschämtheit. Dann nehme ich die Kohle. Dann nehme ich auf jeden Fall die Kohle. Und ich raube diese Siedlung da jetzt noch nicht aus. Stell dich ein bisschen darüber. Verbessere die Einheiten jetzt nochmal auf das Maximum der Möglichkeit. Wir haben die Krone der Herrschaft gefunden. Okay, das ist gut. Und dann nimmst du bitte eine normale Einheit Kossas mit. So, wo ist mein schlauer Zettel? Liegt wahrscheinlich unter einem anderen schlauen Zettel. Aber Saljak und Dash hatten wir schon, ne? Osun wäre jetzt das nächste. Durch Besetzen einer Siedlung plus 5. Tor wäre. Durch Austrag einer Schlacht. Ja, das ist natürlich hier besser dann, ne? Dann nehmen wir Tor. Tor hatten wir auch auf jeden Fall noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie lange gilt das jetzt? Für 10 Runden. Okay, das ist ganz gut. Ja. None shall question me. Oh ja. Was ist hier eine Option für uns? Vitevo wiederholen ist okay, aber. Mach die Augen zu und denk an Kislev. I said march. Gib ihm die Einheiten hier mit. No place for a noble. Und nimm mal zwei der normalen Kossas noch raus. Bow to me. Ice Queen of Kislev. Und dann machen wir Folgendes. Mal, wie groß ist deine. Komm hier. Die kommen da raus. Pass auf. Du rekrutierst jetzt, weil er das sehen wird. Du rekrutierst jetzt drei Eiswachen. Mit Gleven, einen mit Schwätscher. So, das wird er sehen. Und wenn er das sieht, wird er sich denken, oh, da greife ich an. We are both servants. Mach das mal. Schleicher und nichts zu entdecken für Zarina. Zauberresistenz plus 40. Wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. Kannst du nur maximal einmal einsetzen. Ich
Überlege gerade. Also dieses Explosionsding ist halt immerhin noch ganz nice, weil man damit auch einmal Schaden machen kann. Aber es ist auch leider ein bisschen verbaut. Ich würde sagen, wir verschmelzen das einmal. Heiltrank, perfekt. Heiltrank ist sehr gut für die Zarina. Und der Energiestein ist ja nach wie vor auch nicht verkehrt. So, das weiß jetzt die KI, die sieht ja jetzt, dass ich hier diese Einheiten rekrutiere und denkt sich so, momentan ist diese Armee angreifbar, ich greife an. Vielleicht tut sie es. Vielleicht tut sie es. Kostet 4000, das ist sehr teuer. Gibt halt auch nochmal Hingabepunkte, ne? Zehn Prozent, 180 pro Runde. Ja, wir bauen das auch noch, komm. Wir schaffen das doch. So, wer von euch hat da noch was gekriegt? Du? Drillmeister oder Baumeister? Drillmeister auf jeden Fall. Mach ruhig, den kannst du ruhig häufiger noch machen. Jetzt musst du mir noch sagen, könnte der theoretisch günstiger rekrutieren? Er könnte günstiger rekrutieren, ne? Für einen Hundi sogar. Rebellion against me is inconceivable. Machen wir es so oder geben wir ihm dann nochmal die. Ja, doch, mach mal so rum. Und dann nimmst du hier die mit, weil das spart einfach einen Haufen Geld. Und du rekrutierst nicht. Du hinterhältst. Du hältst hinter. Wäre es eine Idee? Ihn so hinzustellen, dass das so aussieht. Ja, ich glaube eher, er überlegt sich, ihn anzugreifen, wenn wir ihn hier hinstellen. I demand absolute loyalty. My rule is absolute. So, rekrutieren wir hier unsere Ice Witch. Ja, machen wir, ne? Die Pavla Borisovic. Frost Maiden. Und die kann. Einkommensstärken machen wir nicht. Aber wenn man den Kuss der Eisjungfer, safe. Wir machen den Eisschild, safe. Und dann machst du den direkt nochmal auf die nächste Stufe. So, und dann geben wir dir noch ein bisschen Krempel mit. Das, das und das. Und können wir dir noch eine Unterstützung mitgeben in irgendeiner Form? Ja, können wir. Ein Steuereintreiber. Ein Verwalter Ataman und hier so ein Dude. So. So, Spiel. Jetzt darfst du sie abmurksen.
Also die Idee dahinter ist, wir provozieren ihn eher zu einem Angriff auf diese Einheit, wenn wir eine Einheit dahinstellen, um zu rekrutieren. Die KI hat eine Schwäche dafür, Einheiten anzugreifen, die gerade rekrutieren. Ich werde leider kein Verteidigungsbündnis machen. Das ist noch ein bisschen zu früh. Außerdem zu wenig Geld. Ne, er macht nichts. Scalinger sind down gegangen. Und du warst zu lange im Gebiet mit Chaos-Korruption unterwegs. Okay. Das ist Dryker, ne? You are less than nothing. Jon Snow. This is my right. Patriarch of Kislev. Searching out blasphemers. Für 265 versuchen wir es sogar. Schade, okay. Ja, so ist es. Ne? Der bräuchte auch so eine Eisjungfer. Positionen sind alle kacke. Wobei, warte, ich glaube, wenn wir dich so aufstellen. Dann ist das ein bisschen vorteilhafter für uns. Ja gut, die Krone der Herrschaft. Süß, er auf seine Bären da rumreitet. Müsstet ihr euch mal vorstellen, das gäbe es halt so. Das gäbe es so in Wirklichkeit, ne? Es gibt wirklich Leute, die auf so Bären so rumreiten, wie auf so Pferden. Und das gäbe es dann auch als olympische Disziplin oder so. Da gäbe es das dann auch. Da müsste man dann so einen Bären zähmen oder so. Und dann mit dem übers Schlachtfeld reiten. Als alter Offizierssport sozusagen. Okay, supi. So. 5 lausige Hingabepunkte gibt's, aber ist okay. Wir sind ja hier nicht, um in der Kampagne weiter voranzukommen. Wir wollen ja hier diesen Helden leveln. Ja, und wir rauben das aus. Genau, und der Boyar geht einmal hier hin und heilt hier ein bisschen, ne? Das machen wir auf jeden Fall. So, wir erobern da erstmal nicht.
hat sich bei denen was getan. Die sind deutlich schwächer geworden. Sie sind Stärke Rang 79. Dann würde ich sagen, haben sie aber diesen einen Fullstack wahrscheinlich noch. Der rekrutiert sich hier jetzt schön irgendwelche Einheiten zusammen, ne? Frost Maiden. Die Frost Maiden macht mal Folgendes. Die läuft einmal hier rüber. Extend Kislev's Reach. March onward. Da ist er. Und er hat irgendeine Stadt da angegriffen. Aber geloost. Hat er Bechhafen angegriffen? Wir wissen es nicht. Dryker könnte ihn auf jeden Fall nicht angreifen. Dann haben wir nochmal Schwein gehabt. Das würde die. Das macht die nämlich ganz gerne mal. Die sitzt nämlich nicht so gerne im Wald zu Hause rum, wie das ursprünglich vom Spiel so gedacht ist. Ja. Was machen wir, wenn er jetzt da oben rekrutiert? Also meine Überlegung wäre, wir stellen uns... Wo, wie weit kann Dryker laufen? Sie kann genau bis hierhin. Okay. Da kann sie unmöglich hin, sie muss erst Kislev angreifen. Sie kann nicht einfach so hier an Kislev vorbei. Das geht einfach schlicht nicht. Und du könntest dich sogar hier in den Wald stellen, theoretisch, und dann wieder zurück. Wie weit kannst du laufen? Können wir bei ihm auch fast vorstellen, dass er versucht, hier wieder hinzukommen, ne? Was ist, wenn Dryker... Also... Ach cool, die hat den Reißzahn von Tyroth. Den habe ich zum Beispiel gar nicht bekommen in meiner Kampagne. Ich glaube, aufgrund dieses Bugs, ne? Das ist eine Questschacht, die du machen musst. Das ist sehr mächtig, das Teil. Ihr seht das ja hier. Das, so ein Ding gibt es auch bei Three Kingdoms als Ability, glaube ich. Und zwar, hier steht ja, wirkt sich auf Feinde in Reichweite aus. Alle ist ein Magier zaubern. Und das ist ein passiver Fluch. Und der erhöht die Abkühlzeit für Zaubersprüche um 15 Sekunden. Und wenn deine Heldin, also die Zarina jetzt, in der Nähe von Dryker ist und die das Artefakt hat, dann kann Zarina nicht mehr zaubern. Dann kriegt die permanent 15 Sekunden Cooldown auf alles. Erst wenn sie wieder rauskommt. Und um das zu verhindern, dass sie rauskommt, hat Dryker 6 Flieger dabei, die eigentlich alle absoluter Trash sind, aber halt natürlich auch sehr schwer, so stark kämpfen, dass sie deinen Helden oder deine Heldin permanent in diesem Einflussbereich halten. Und weil Zarina momentan ja bei uns auch eine Magierin ist, würde sie nicht mehr aus dem Einflussbereich von Dryker rauskommen, wäre damit als Zauberin in einer solchen Schlacht total aufgeschmissen. Die Bären bei Dryker sind der Hass. Die sind ja schon stark gewesen bei uns in der Kampagne. Und wir haben auch sehr schwer gegen andere gespielt. Wenn Dryker die hat, als monströse Infanterie hier, die zerhäckseln auf jeden Fall so eine Armee ganz ordentlich. Wir könnten jetzt sagen, wir laufen nach Bechhafen und tun so, als würden wir das belagern. In der Konsequenz passiert was wahrscheinlich Folgendes. Dryker wird sich nach Bechhafen zurückziehen. Und wir könnten uns überlegen, ob wir Vitevo angreifen.
Wie Tevo können wir nicht angreifen und besetzen, weil Dryker dann aus Bechhafen ausreichend Bewegungsreichweite hat, um wie Tevo instant zurück anzugreifen und wir würden diese Armee hier verlieren. Das heißt, keine Chance in diesen Waldgefechten. Wir dürfen ihn nicht vergessen, sobald wir wie Tevo angreifen, sie hat ja schon diesen Ausguck der Aserai gebaut, dann wird das ein Waldgefecht. Das heißt, die Map ist nur halb so breit. Das heißt, wir können unsere Vorteile durch Kiting und ähnliches mit unserer Armee überhaupt nicht mehr ausspielen. Unsere Einheiten werden sofort in Nahkampf verwickelt mit irgendwelchen Bären und sterben einfach nur so dahin. Wir können nämlich mit unseren Einheiten nicht gut aus der zweiten Reihe schießen, denn ihr wisst es ja, Einheiten, die aus der zweiten Reihe schießen, auf Einheiten, die vor ihnen in erster Reihe in einem Nahkampfgefecht sind, sind sehr ungenau, treffen häufig die eigenen Leute und schießen auch nicht wirklich gut. Manchmal schießen sie sogar gar nicht. Ihr müsstet eigentlich flankieren. Das könnt ihr aber, wer hätte es gedacht, bei diesen Waldgefechten nicht, weil die nur halb so breit sind wie so eine normale Map. Probiert es einfach mal aus. Ihr werdet sehen, das wird nicht funktionieren. Heißt also, wir müssten Dryker in ein Feldgefecht locken. Und Dryker wird wahrscheinlich eine zweite Armee aufstellen. Ich vermute mal in Nagenhof. Könnte ich mir vorstellen. Und dann damit Vitevo garnisonieren, weil wir könnten Vitevo ja ausrauben. Das wäre das, glaube ich, was wir machen. Wir rauben Vitevo aus. Wir könnten es auch niederreißen und sagen in ein paar Runden, wenn wir das nochmal hier dann entsprechend anpassen. Ja, ich würde sagen, wir kaufen Kostaltin auf jeden Fall erstmal gerade runter. Die 5000 Euro haben wir ja gerade übrig. So, Zarina braucht nächste Runde die Einheiten von ihm. Der kann die nicht auf Dauer behalten, die sind viel zu teuer. Die kosten uns ja, ihr seht das ja, ne? Die kosten uns ja einen Haufen Geld. Das ist also auch nicht sehr realistisch, hier weiter vorzulaufen mit Zarina. So viel zu meiner Taktikerwägung hier in dieser Runde. Wir wollen einen ganz kurzen Cut, kleinen Moment. Ihr seht es mir bitte nach, dass ich mir nochmal was zu trinken holen musste. Ja. Also, wie geht es weiter? Wir könnten Sjok Traken nächste Runde nochmal angreifen. Der Bau des Trollkönigs sieht für mich so aus, als könnten wir jetzt hier eben diesen Marktplatz da reinpflanzen. Es wäre wahrscheinlich auch sogar ein Schrein der Orthodoxie möglich, um mehr Befürworter zu generieren. Ist vielleicht besser. Auch um die Korruption nochmal zu reduzieren, oder? Obwohl, dann geht der Wert hier geht halt nochmal ziemlich runter. Um 20 Punkte. Man sollte es halt... Ja, nee, warte noch damit. Man soll es halt am Anfang, glaube ich, nicht zu krass runterwirtschaften. So, jetzt zeig mir mal ganz kurz, wie ist denn der... Wie ist denn unser Winterzahn-Clan drauf? Der ist Stärke Rang 78, das heißt, der wird auch eine Full-Stack-Armee ungefähr haben. Der hat 6 Siedlungen. Das sind 1, 2, 3. Und 3, die wir nicht kennen. Das ist ja wahrscheinlich so gedacht, dass wir diese Siedlungen hier irgendwann früher oder später besetzen, ne? Who calls? Wiesenland würde einen Nicht-Angriffspakt machen. Damit bin ich einverstanden. Wir werden danach Wiesenland kennenlernen. Wir kennen Wiesenland nur über Handelsbeziehungen momentan. Wiesenland könnte... Würde Wiesenland dann aufgedeckt werden? Ich glaube nicht, ne? Ja, nee, das ist auch ganz gut so. Militärzugänge sind eher das Problem. Militärzugänge wollt ihr nicht. Auch bei der großen Orthodoxie wollen wir das nicht, weil die hat die ganzen Häfen hier, ne? Dann lieber hier versuchen, so ihm eine Siedlung zu geben oder so, ne? Orsons Disciple. Es gibt eine Erweckungsbewegung des Ursun, die 4 Siedlungen besitzt. Das ist die Fraktion von Boris Ursus, okay. So, äußerst interessant. Sigma's Whip, Boris Ursus. I will. Der würde sogar bald ein Friedensabkommen mit uns machen.
Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt, was Dryker macht. Alter, der hebt immer mehr Armeen aus da oben. Ihr seht das. Guck mal, die haben gar nichts gemacht. Oh, die lamanische Schwesternschaft ist vernichtet worden. Wir bekommen einen Chaosangriff in Savastra. Sehr interessant. Okay, dann... Genau, der Bojar auf Kislev, der tauscht mal gerade 4 Einheiten gegen 4 Einheiten. None shall question me. No higher authority. I trained for this. Ja, der rekrutiert sich wahrscheinlich. Ja, der wartet, bis der wieder voll regeneriert ist oder so, glaube ich, ne? I am Kislev's daughter. I control the frosts. Ich kann dummerweise nur Einheiten angreifen, das ist nicht so gut. Ich habe diese Schlacht jetzt nicht gezeigt, ne? Da gibt's nichts großartig zu sehen. Man kämpft ja einfach nur gegen diese halbe Armee da, ne? Da passiert einfach nicht viel. Wir könnten das Niederreißen. Die Unwägbarkeit des Niederreißens ist für uns aber... es könnte sein, dass unsere Armee sich dahin zurückzieht. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß echt nicht genau, ob ich das will. Wir gehen nochmal hier hin. Ach, guck mal, da ist sogar auch ein Held gerade in der Nähe. Und wir gehen hier mal in den Hinterhaltmodus. Ja, nee, bleib genau da stehen. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht geht er in die Stadt rein. Das passt ja dann für uns. Ja, das ist natürlich ein mieses Gebäude. Du kommst noch mal hier runter. Ich finde eine Sache ein bisschen widersinnig, dass der Patriarch, der ja dazu da ist, um Korruption zu beseitigen, dass der einen Malus dadurch bekommt, dass er sich lange im Gebiet des Chaos irgendwie aufgehalten hat. Denn ich denke mir, das ist ja genau das, was er eigentlich hier machen soll, das Chaos bekämpfen. Ne? Also warum wird der dann halt, also ihr versteht, was ich meine, ne? Warum kriegt der dann den Malus dadurch, dass er ja genau das tut, wofür er ja eigentlich da ist, ne? Okay. Du läufst hier hoch und wirst die beiden Armeen da oben jetzt versuchen auszuschalten. Und du wirst diese Armee hier auskundschaften. Sind wir dabei 18 Einheiten, das ist auch okay. Kislev bleibt erstmal so stehen, das ist alles gut. Wir machen hier nicht so viel miese, das ist auch ganz wichtig. Wir dürfen nicht zu viel in die Minus, in die Miesen gehen. Muss nochmal in die normale Diplomatie reingucken. Er ist ja beispielsweise auch gar nicht mit Throck im Krieg, ne? Oder mit denen da. Der mag Throck. Ja, okay, gut. Ah ja, weil Throck natürlich sich mit Wulfric anlegt, ne? Never. Others may rule Kislev in name, but I am your true authority. Tausender. Sehr teuer, wie ich finde. Lass uns mal überlegen, was wäre denn, wenn ich
Jok-Traken einnehme, nächste Runde, und dir das gebe. Dann würde er, glaube ich, diesem Krieg beitreten. So, und jetzt ist der Punkt natürlich, also Dryker könnte uns hier angreifen, wenn wir versuchen, hier einen Hinterhalt zu legen. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie es tut. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, diesen Angriff hier abzuwehren. Svastra hat gerade keine Garnison. Dann musst du da jetzt einmal reinlaufen, das ist doof. Aber das ist eher sonst nächste Runde direkt weg. Nee, nix Militärzugang. Schön. Unser Hinterhalt wurde verhindert und da steht er hier. For the great orthodoxy. The orthodoxy orders me on. Sag mir den mal. Okay. No. Der kann echt nix. Okay. Oh ja. No higher authority. Destroy these fools. Ja, Attila läuft weg. Wir sind schon ein bisschen wieder in. Ja, ich komme noch nicht mal an dem richtig vorbei, ne? Mach mal so. ja. I will. It suits my purpose. Guck mal, und das ist so geil, ne? Dryker würde dem Heckenpenner da helfen, ne? Das ist so albern. Die würde dem helfen. Es ist so beknackt. Es ist so beknackt. Also natürlich, nee, also sagen wir mal so, klar. Der gemeinsame Feind, ne, der kann ein einheitsstiftendes Element sein. Aber das ist definitiv, die KI spielt das safe wie eine Fraktion, ne. Guck mal, das merkst du ja daran. Er positioniert sich ja so, dass er mich da, er positioniert sich ja genauso, dass er uns da, dass wir ihn nicht angreifen können. Die KI positioniert sich so, dass wir sie nicht angreifen können. Das ist so beknackt. Es ist einfach nur total beknackt. Also man fragt sich wirklich, was ist da los mit diesem Game, ne? Ich könnte jetzt auch noch die Anrufung von Ozone machen für 87. Ich glaube, ich mache das auch. Nachdem ich mal wieder festgestellt habe, dass dieses Ding da total RNG-Mumpitz ist, der uns nicht wirklich was bringt. Ne? Ja. Yeah. So, ich habe bisher nicht neu geladen. Ihr seht es mir nach, wenn ich das jetzt, tatsächlich, wenn ich da jetzt ein Drittel der Armee verliere oder so, wenn ich das dann nochmal lade. Okay, alles klar. Ich entscheide mich übrigens dagegen, hier zu sagen, so, ich erobere das jetzt. Denn ich glaube,
wir farmen die Siedlung noch ein bisschen, um unseren Helden auch zu leveln. Der muss ja auch ein bisschen noch aufsteigen. Ja, Abwehr eines Hinterhaltes, nicht unbedingt. Feindliche Schlachtverstärkung plus 25, das sowieso immer. Und wenn wir die Fähigkeit Blitzschlag haben, hat er ja gar keine. Aber momentan brauchen... Also wir brauchen das bei Archie wahrscheinlich schon eher. Müssen wir mal gucken. Was haben wir noch hier? Zaren machen. Derwische, Bogenschützenreiter, Flügel-Ulan, Greifen-Ulan. Kriegsbärenreiter, Elementarbären und Kriegsschlitten und Groms. Ja, wir nehmen noch den Bonus dann auf die Zarenwachen mit, oder? Warte mal kurz. Das ist Osun, wäre ja auch ganz gut, ne? Für ihn, er muss ja auch mal so ein bisschen... Zu treffen ist auch gut, damit er ein bisschen besser kämpfen kann. Weil mit Zarwachen spielen wir ja noch nicht. Mach ihn dann lieber nochmal schwer zu treffen. With this, my rule is absolute. I can arrange your Highborn son. Others may rule Kislovit. Demon Slayer! Few accord Kislev her deserved. A toast to our... Ja, mit Boris Osus verbinden wir uns auf jeden Fall mal mit einem Lichtangriffspakt. Kislev. Squeakmus. Okay, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir reparieren Svastra. Und wir bauen da sogar hier so ein Ding rein. Es kostet 27 Hingabe. Wir müssen dann, das ist total doof, wir müssen das Ding ja dann auch verteidigen, ne? Also... Ich sehe das nicht, dass wir da überhaupt irgendwas reinbauen in nächster Zeit. Wir sind da ja nur angreifbar. Guckt es euch an. Irgendwie albern, ne? Fransenkarl, was möchtest du? Militärzugang, das ist noch ein bisschen unrealistisch. Oh. Ja, aber Leute, das sehen wir im nächsten Teil, ey. Das sehen wir im nächsten Teil. Bis dann sage ich, macht's gut. Und in diesem Sinne, Pax Vobiscum Valete, wir sind bei 53 Minuten, ne? Wird spannend. Wird spannend auf jeden Fall. Und es ist ne, natürlich eine Unverschämtheit. Unser Hinterhalt ist gescheitert, ne? Naja, wir gucken mal. Macht's gut. Ciao.